Ja, hallo und willkommen zu einem neuen Wargame. Das Ganze, ich warte schon mal vor, ist weniger ein Replay zeigen, also das ist nicht besonders spannend, ist mehr ein Deckbauvideo. Und zwar, worum es geht, ist, ich könnte euch das so ein bisschen vorstellen, dem einen ist es wahrscheinlich auch schon aufgefallen, ich meine Videos mache. Ich habe immer so Themen in meinen Videos, ne? Oder Study-In oder wie ihr es nennen wollt. Also auf jeden Fall, da ich dann sage, ich gucke zum Beispiel jetzt ein Verteidigungsdeck oder ein Rush-Deck oder ein Angriffsdeck oder ein Spam-Deck oder was es halt alles so gibt, ne? Und das habe ich ja schon immer so gemacht. Früher waren es, habe ich Operationen auch genannt, das Ganze und wie auch immer. Und hier bin ich im Moment also ich weiß noch nicht mal, wie ich da hingekommen bin, aber ich habe halt dieses Verteidigungs-IKEA-Deck und wir haben jetzt damit, glaube ich, schon 6 Spiele oder so gemacht. Und auf der Map haben wir ja zum Beispiel, am letzten Mal habe ich mit dem auf der Seite verteidigt, da kamen 2 Leute rein, richtig gute Leute, zumindest einer von denen, und wurden zermalmt oder haben sich hier zermalmen lassen und derzeit haben wir auch die andere Seite erobert. Jetzt haben wir das gleiche, spiegelverkehrt. Und ich bin wieder mit dem Verteidigungsdeck hier, verteidige hier und unsere Leute pushen diesmal auf der Seite. Und von da dachte ich, dass wir ganz schnell im Schnelllauf da durchgucken. Und 2 Sachen möchte ich machen. Einmal möchte ich zeigen, dass es von beiden Seiten ganz gut funktioniert. Es wird nicht spannend, ne? Also man kann das auf jeden Fall verteidigen mit dem Deck gegen 2 Leute. Das ist die eine Sache. Da möchte ich aber auch zeigen, dass hier vorne, dass man hier halt wie gesagt einfach reinfahren kann und hat man auch gewonnen. Genau wie die damals und da oben da unten reingefahren sind, falls der eine an sich erinnert. Ja, es geht wirklich um beiden Seiten. Und was ich dann machen möchte, und dafür gucke ich selber das Replay jetzt auch nochmal an, ist, ich möchte sehen, was ich an dem Deck verbessern kann. Also der Gedanke allein, das Verteidigungsdeck öfter zu spielen, macht mich krank. Aber es hat, glaube ich, im Moment eine Gewinnrate von 100% oder so. Und es zermalmt halt 1 gegen 2 die Leute immer. Klar, kommt immer Support, aber das haben die Gegner ja auch von den Mitspielern. Zermalmt halt wirklich die Leute. Scheint halt hervorragend zu klappen. Und ich will halt jetzt einfach nochmal gucken für mich selber. Ich habe schon eine Idee, worauf ich achten will. Aber auch relativ neutral will ich zumindest gucken, was kann das Deck? Also wo war es jetzt gut abgeschnitten und wo ist nicht gut abgeschnitten? Eine Sache, auf die wir da achten können für die Öffnung zum Beispiel ist, ich habe Probleme in der Öffnung, in die Positionen reinzukommen. Also damals, als ich auf der anderen Seite gespielt habe, genau wie hier, werde ich immer vom Gegner erwischt, bevor meine Leute sich verteilt haben gleichmäßig und eingegraben haben. Das ist ein Problem. Ich überlege halt echt, ob ich schnellere Transporter reinnehmen soll. Ich habe bei dem Spiel schon damit angefangen, ich zeige euch das gleich. Aber die hätte ich schon vorher drin gehabt, diese Amphibill-Dinger, irgendwas. Die sind nämlich, glaube ich, 150 der Straße schnell. Aber ich bin überlegen, ob wir das noch ein bisschen weiter beschleunigen sollen, weil ich werde jedes Mal in der Aufstellung erwischt. Ja, wenn die Gegner rushen, das soll ja eigentlich auch so sein, aber das tut halt so weh, dass ich dagegen eine Counter mir überlege reinzunehmen. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, wie gehe ich dann später dagegen vor, wenn ich mit Panzern arbeiten muss? Beim letzten Mal hat ja mein Raketenwerfer den T-90S vernichtet. Das geht aber auch nicht immer, weil manchmal achten die da mehr drauf und dann haben sie auch einen Mortar vielleicht dabei oder so, ne? Meine jetzigen Panzer zum Beispiel scheinen sehr selten ihre Aufgabe als Anti-Panzer zu erfüllen. Überlege ich, ob ich vielleicht nicht einen Raketenwerfer reinpacke oder halt einen ATGM-Flieger. Ich glaube, ich habe sogar schon jetzt diesmal einen drin. Naja, und so gucke ich halt jetzt mal rein, was man verbessern könnte. Wir machen ein bisschen schneller, ich weiß nicht, warum es hier nicht angeht. So, Gogo. Und danach bauen wir das Deck halt direkt auch um. Also jetzt nochmal ganz kurz zu der Öffnung. Also ich habe jetzt hier unten angefangen. Ich glaube, die sind das. Genau, die haben die Elite-Infanteristen drin, ja. Die Idee war, dass ich die nach vorne in die Key-Stellung bringe, damit die zumindest die Front so lange halten, wie es irgend geht. Na, die sind halt ultra schnell, die Teile. Also ich jetzt dabei packen. Die kommen nur rechtzeitig, das sind die Billig-Infanteristen für 10, die Dragoner oder wie die heißen. Die sind natürlich jetzt extrem langsamer und kommen nicht rechtzeitig überall rein, ne? Aber ich habe mir gedacht, wenn die drin sind, dann ist das bei den anderen nicht ganz so wichtig. Ja, und dann hier die normale Aufstellung. Was mir bei der Aufstellung aufgefallen ist, ist gewesen, also die Automatik in der Öffnung ist ganz gut, wegen des mehr Firepower. Ist auch zu microintensiv, ich werde die wahrscheinlich rausnehmen aus dem Deck. Aber worauf ich jetzt aus will, dieser Panzer hier, der ist einfach, also sagen wir so, wir gucken es jetzt mal an. In der Aufstellung, der kann zwar schießen und alles, aber der ist halt so langsam mit 50 auf offenem Feld, also das ist ja wirklich extrem langsam, dass der sehr selten in seine Position schnell genug kommt, ne? So, da hinten kommen jetzt 2 Leute, die mich rushen wollen. Die fangen mit ein paar Hubschraubern an, diesmal aber weniger Hubschrauber. Der Tobi war das, glaube ich, der bringt hier eine Panzerarmee und der Striker, der RZA hier, also beide Spieler, die auch Erfahrung haben, der bringt eine Armee auf breiter Fläche. Also die machen das diesmal beim letzten Mal mit Hubschraubern. Das waren andere Spieler, aber das haben sie wohl daraus gelernt oder das ist nicht, was die wollten. In jedem Fall machen die es jetzt weniger. Die machen aber auch schon, öffnen mit einer kleinen Luftlandung, obwohl das natürlich Blödsinn ist, wenn man hier so einen Helikopter hat, ne? Das ist, glaube ich, so ein Dings genau. Also nicht sicher, warum der den Helm mitgebracht hat. Genau, aber die fliegen halt direkt hier mit dem Support, fliegen halt hier unten rein und wollen das halt sichern. Jetzt kommt mein Ding natürlich auch da rein, aber hier sieht man schon das erste Problem an der Stelle.
Ich komme zwar jetzt da rein, aber hier vorne ist ein Helikopter und der hat halt eine Autokanone, der hat jetzt nichts dabei, der hat einen Rocket Pod. Also wenn das halt richtig macht, kann er halt den daran hindern, dass ich hier sinnvoll in die Häuser komme. Ich komme also jetzt eigentlich schon nicht mehr in meine erste Häuserreihe rein. Klar ist das Boden gegen Luftlandung, aber da muss man halt auch mit rechnen irgendwo für so eine Öffnung. Ich habe hier links einen Scout Defender gehabt, ne? Also ich habe den Mitspieler aber hier geholt, einfach mir alles aufzudecken und hier ein bisschen zu nerven. Und musste da nicht gerusht werden, konnte das natürlich wieder ansagen. So, hier vorne habe ich mich irgendwo verklickt, weil hier ein Ausländer-Blödsinn, ne? Ich habe mich verklickt irgendwo. Ich weiß nicht, was da los war. Ich meine, ich habe M geklickt, habe über U gedrückt, dann war er weg. Und da ist der Raketenwerfer nicht vorne. Jetzt habe ich hier vorne die Truppen und die müsste ich halt jetzt hier gleichmäßig aufteilen, plus die Städte. Und also hier wollen wir sowieso nicht rein. Bevor ich wisse, ob ihr gerusht wird, solltet ihr nie diesen Wald anfahren, ne? Von der unteren Seite. Also hier ist einigermaßen in Ordnung. Das war jetzt nicht so schlimm, weil hier langsamer war. Aber hier vorne ist ja schon schlimm genug, weil ich die Stadt brauche, um den Wald zu contesten und hier Raketen durchzufeuern. Ne? Also wäre schon ein Key-Sektor gewesen. Ich bin jetzt natürlich hier drin und es ist jetzt auch kein Riesen-Albtraum gewesen, aber es ist natürlich sehr unschön. Zum Beispiel, ich habe jetzt hier auch keine Luftabwehr bei gehabt. Ja? Da könnte man überlegen, dass man, wenn die Hubschrauberlandung, die Hubschrauber wollen ja auch wieder raus oder am Rocket Pod, ne? Da hätte ich vielleicht die Automatik auf der rechten Seite mitfahren sollen lassen oder halt irgendwas Vergleichbares. Also ich denke jetzt, ein Fahrzeug, was einfach eine Autokanone hat, irgendwas, das Helikopter auf 1500 Meter abknallen kann. Na, da kommt jetzt der erste Bomber. Wer ist da beide dabei gesollt? So, hier vorne fährt jetzt die Panzerarmee. Der steht jetzt allerdings hervorragend für die Panzerarmee. Ne? Der schießt jetzt und spießt jetzt. Ne? Und jetzt kommen hier links sehr dicke Panzer unter anderem. Also wenn man mal reinguckt, ja. Das halt nicht der da. Hier steht halt eine dicke Panzerarmee auf der offenen Straße. Und tatsächlich ist das normalerweise nicht so clever, wenn man die hinstellt. Ja, vor allem, weil die auch gebombt werden können. LGM-Flieger kommen, Helikopter und alles. Sie haben allerdings den Helikopter, zumindest den Helikopter hier für die Abwehr. Aber ich habe halt jetzt hier den Raketenwerfer aus Versehen unten eingeladen. Jetzt kommt hier die Bombe, um die zu stunnen, damit die nicht so gut schießen. Und der hat natürlich die höchste Feuerrate überhaupt und teilt jetzt hier Feuer aus. Und die werden jetzt von der Bombe nicht vernichtet, aber halt, okay, ist noch ruhig der eine. Aber zumindest die Bombe, würde ich sagen, hat jetzt dem Panzer ein bisschen Zeit zum Kämpfen erkauft, ne? Und der schießt halt zur Erinnerung, also die schießen hier 8, ja? Der schießt 15, also schießt doppelt so schnell im Grunde genommen wie die Jungs hier unten. Aber es ist trotzdem zu viel, deswegen fahre ich da auch weg. Raketenwerfer, wie gesagt, falsch ausgeladen. Der hätte normalerweise hier schon zwei, drei Raketen abgefeuert. Also habe ich das sehr schlecht gemacht. Da ist auch schon der Mortar, um zu nebeln wahrscheinlich. So, jetzt ganz kurz Pause machen. Also was hat jetzt hier funktioniert? Erstmal hier vorne, wo ich reingefahren bin, sagen wir so, das hat irgendwie 50 Punkte gekostet und die haben Bomber für 140 oder so geholt. Also es hat sich demnach schon gelohnt. Aber eigentlich war das eine Vergeudung von Ressourcen, also von beiden Seiten. Aber für mich hat es sich jetzt gelohnt, weil die übertrieben haben mit der Counter. Ja? Man muss ja wissen, was da drin ist und da sind ja keine Elite-Infanteristen drin. Aber hier hätte ich auch gesagt, wenn ich diesen Wald anfahre, was ich gemacht habe, dann muss dann schneller Transporter her. Aber einer, der gepanzerter ist als der andere vielleicht, den ich hier vorne, diese Amphibis oder wie die heißen. Also hier bräuchte ich vielleicht auch nochmal eine Einheit, wenn ich da rein will. Würde ich sagen, ist aber kein Key-Element. Also wenn der Gegner da reingeht, ist super, weil die parken sich dann da, dann werden die gebombt und dann ist der Angriff vorbei. Ja? Also das ist jetzt nicht, wo ich sagen würde, wäre wichtig. Hier bräuchte ich was, wo ich schneller reingehen und den Hubschrauber erwische. Definitiv wichtig. Ich vermute, wenn ich ein schnelles Flakgeschütz habe, dann kann ich auch bei dem Bodentransporter am Rhein, die Küstenjäger eben reingebracht haben. Ja, so Panzerarmeen, ne, da muss man ja mit rechnen. Dagegen bräuchte ich noch was. Hubschrauber sind dagegen eigentlich ganz gut, aber die Toff-Hubschrauber, die ich jetzt hier auch hole, die kann ich leider da nicht ordentlich einsetzen, weil das halt ein Anti-Hubschrauber-Hubschrauber ist. Muss man natürlich sagen, können wir von links vielleicht abknallen. Der fliegt jetzt auch weg. Also ich bräuchte etwas, das Hubschrauber kaputt macht. So, da ist ein Napalm-Bomber. Das ist ein Napalm-Bomber? Okay. Das kann ich hier zumindest mit dem, weil der kommt jetzt überraschend für alle. Kann der jetzt hier Sachen austeilen. ATGM-Flieger, Thunderbolt. Das ist natürlich ein Traum, ne? Das ist eine Panzerarmee auf offenem Gelände und mein Mitspieler hat einen Thunderbolt, ja. Ich meine, dafür leben die Teile. Der hat sechs Raketen ausgeschleust, ja. Und der Napalm hat tatsächlich die Armee von da mal hier getrennt, aber da war da nichts mehr hinter, was denen gefährlich wird, und sind die jetzt aufgemobbt. Also es hat in Summe auch wieder funktioniert. Auf der rechten Seite ebenfalls, die Billiginfanteristen decken den die ganze Zeit auf, beschäftigen die Leute alle. Ne? Auch mit dem Feuersupport in der Backline ist. Und meine Elite-Infanterie, die ist einfach hier vorne, steht die. Ich meine, der eine ist jetzt, glaube ich, eben gestorben an einer dicken Bombe, das sieht so dunkel aus. Aber hier habe ich noch einen anderen Elite-Infanteristen, ne, der auch für Sicht schafft. Aber jetzt kommt ja die nächste Herausforderung. Was mache ich jetzt zum Beispiel mit diesem Scout-Panzer? Ja? Die sind ja unsichtbar. Also, wenn, also der jetzt nicht, weil der falsch steht. Aber wenn der hier in dem Busch stehen würde, zum Beispiel, oder hier unten, den würde ich da halt mit den Einheiten so nicht mehr rausbekommen. Es sei denn, ich hätte den Jägerin dann hier in der Kante stehen. Und der wird ja wahrscheinlich trotzdem nicht lange überleben, wenn er den aufdeckt. Ne? Also ich habe das Gefühl, dass ich für diese Verteidigungsaufgaben echt tatsächlich mit einem teuren Panzer besser belegt wäre als mit diesem Modell hier. Ne? Der hat zwar jetzt die Panzerschlacht ist ja auch gewonnen, aber da war halt ein Thunderbolt dabei, da war halt Bomben dabei, da waren hier unten die Dinger dabei, die er mit dem Mortar nicht gecountert hat, weiß der liebe Gott nur wieso.
Ne? Und der stand halt auch miserabel, ehrlich gesagt. Ich weiß halt nicht, warum die da standen und nicht einfach mit seinem Kuppel hier angegriffen haben. Dann hätten die auch die Städte besser geklärt. Aber ich denke halt, dass ich überlege, den zwar noch mit reinzunehmen, aber vielleicht auch einen Super Heavy reinzunehmen, weil der wäre hier perfekt gewesen, um die ganze Armee einzusacken. Ne? Und dann eben, wie gesagt, das schnellere Flakgeschütz. So, jetzt beenden wir das hier. Das war jetzt auch nicht super spannend. Also, es hat wieder funktioniert bei der Verteidigung. Wir sind auf der anderen Seite durchgeruscht und das war alles schön. Aber dann solchen Replays. Und wenn man das Revue passieren lässt, eine Erfahrung mit sammelt, kann man wirklich die Decks verbessern. Ich meine, ich lösche die Decks sowieso irgendwann wieder alle, von daher ist das für mich jetzt nicht so relevant, aber es sind Sachen, die taktischen Kniffe, die, welche Herausforderungen haben Angreifer, aber auch Verteidiger, die versuche ich mir halt zu merken und dafür die Lösung zu finden. Und wieder bei den Angreifern, dass die Panzerarmee halt auf offenem Feld war, gegen Amerika-Deck, wo man das Thunderbolt erwarten könnte und solche Geschichten, oder der Apache Longbow, der hat ja auch die gesamte Panzerarmee eingesackt. Ne, das ist natürlich immer sehr schlecht aufgestellt. Die waren da in der Position, wo sie einfach keine Deckung suchen können, Nebler hin oder her. Weiß ich nicht, ob mir das gefallen hatte. So, aber für unsere Aufgabe, also was wir jetzt wissen, wir bräuchten jetzt einen Flakpanzer. Also klar, man kann sagen, die Automatik wäre auf der rechten Seite vielleicht ganz gut, obwohl die halt nur mit 110 Sachen fährt und dann eben auch nur 65. Also ich weiß nicht, ob das wirklich das beste Geschütz ist. Jetzt guckt man mal, ob wir nicht ein anderes Flakgeschütz finden können, was ich für diese Eröffnung einsetzen kann. Wie schnell bist du zum Beispiel? Die ist auch arschlangsam. Ja, die meisten Flakgeschütze sind nicht so schnell. Jetzt weiß ich natürlich nicht. Also das ist jetzt schnell, aber also sagen wir so, das kostet 10 Punkte und hat schlechte Werte. Aber die Frage ist halt, was passiert denn, wenn ich davon mehr hole? Also wenn ich davon 8 hole, kostet viel wie eine Automatik. Ne? Das ist jetzt die Frage. Holt das nicht auch die Helikopter raus, wenn ich das einfach in die Helikopter reinschiebe? Was mir halt Angst macht, ist halt, dass ohne Panzerung und 5 Leben kommen, so wenn man Rocket Pod reinhält. Ja, ist direkt ein ganzer Knubbel von denen weg. Also das macht mich jetzt nicht so ultra glücklich. Der 2,4 Kilometer Reichweite, das ist tatsächlich ungewöhnlich viel für den Preis. Weil dann die Automatik halt. Und ist halt ultra schnell, ne? Also damit könnte man halt die Luftlandung. Also ihr geht ja davon aus, dass ihr das Deck für Verteidigungszwecke benutzt, ne? Und die Luftlandung, die wollt ihr dann unterbinden und da ist das vielleicht gar nicht verkehrt, wenn man das mitnimmt. Wie gesagt, der ist eigentlich sofort tot. Das ist meine große Befürchtung. Jetzt weiß ich gar nicht, Rocket Pods, das sind eine Reichweite, die in aller Regel haben. Also, ja, ich weiß es halt nicht. Die Rocket Pods werden halt auch abgefeuert, wenn die gelandet sind. Ne? Das wäre jetzt, also es ist nicht so, dass das da die Superlösung ist. Und die sind halt langsam, wenn die halt Leben und Panzerung bekommen. Also 10 Leben hätte ich schon ganz gerne. Ich weiß nicht, ob man das damit machen kann. Was haben wir denn sonst hier? In diesen Mischdingern vielleicht? Ja, mit so Raketen, das geht natürlich immer, aber der ist natürlich super langsam. Und eine Raketen, also, na, sagen wir so, ich gehe da echt die Mund oft aus. Aber die sind doch auch hardcore langsam, die Teile, ne? Der Rover. Auch der ist doch ganz nett. Der ist zwar jetzt auch nicht gepanzert, aber der hat eine Reichweite von 2,8 Kilometer. Weil damit hätte ich zum Beispiel auch den Hubschrauber auf dem Wasser eben snipen können, ne, mit so einem Ding. Und den kann man halt schnell hin und her fahren. Den würde ich auf jeden Fall reinnehmen wollen, aber trotzdem in der Eröffnung. Also ich habe das Gefühl, dass wir da noch ein bisschen mehr rausholen können. Die NASAM habe ich eigentlich noch nie gespielt. Ich mache jetzt immer die Hawk, aber die frisst eigentlich zu viel Mund. Das ist halt krass, wie viel Mund die frisst, ne? Ich will echt überlegen, ob ich hier ein bisschen abspecken soll. Also auch hier, die beiden zusammen in Kombination kann man gar nicht spielen. Ich würde sagen, wir nehmen das jetzt raus und versuchen es dann jetzt einfach mal, dass wir das in der Öffnung mischen. 90 und 150. 80 und 150. Aber dafür hat der halt hier fast 1000 Meter mehr Reichweite. Wir mischen das in der Öffnung. Wir machen einen davon, um gezielt halt Helikopter zu snipen, die wertvoll sind, vielleicht auch zwei, mal gucken. Und in der Öffnung tun wir mindestens zwei, drei von denen spielen, dass die einfach die Hubschrauber runterholen. Das ist ja auch oft so, wenn die gepanikt sind und so, dann trudeln die in alles und laden nicht so schnell aus. Ich versuche das jetzt einfach mal. Man sieht ja auch den gegnerischen Deck so ein bisschen, was für eine Luftlandung die durchführen könnten. Ne? Ich nehme jetzt einfach mal rein, weil ich habe das Gefühl, dass das eines der größeren Probleme ist. So, hier vorne, ich kaufe die eigentlich nie leer, von da braucht ihr diesen Ersatzpanzer für 80 Punkte eigentlich nie. Den können wir rausnehmen und jetzt würde ich halt echt überlegen, ob wir dafür einfach einen dicken reinnehmen. Ich bin normal kein Freund davon, aber ich habe das Gefühl in der Eröffnung, dass. Na, sagen wir mal so, ich verliere halt die Feuerrate, ne, wenn ich halt einen dicken statt die kleinen hier kaufe, die 15er-Rate haben. Aber dafür natürlich eine dickere Wumme und sehr häufig, also beim letzten Mal war ja auch der T90S zum Beispiel das Problem, den konnte ich mit dem überhaupt nicht bekämpfen, der war ziemlich sinnbefreit, der Panzer, für normalen Feuersupport sehr zu teuer.
Ich weiß halt nicht, ob das nicht eine bessere Lösung wäre. Halt normaler Leo auch, ne? Den könnt ihr halt zum Beispiel auch hin und her fahren. Das ist mit dem sehr, sehr schwierig, weil er keinen drehenden Turm hat und alles. Ich habe das Gefühl, dass ich in der Öffnung, in der Verteidigung mit so einem Panzer besser abschneide. Was wäre denn die Alternative? Ich meine, kleinere Kanonen oder mehrere davon? Das ist ja wegen der Feuerrate, das tut mir ein bisschen weh. Ich meine, den haben wir schon wegen der kleinen Kanone hier, so ein bisschen Support-Panzer, aber für die Eröffnung und Verteidigung, ich glaube fast, dass das ein guter Panzer wäre. Der ist halt auch einfacher einzusetzen als am Anfang diese Truppe. Ich würde dann einfach jetzt überlegen, am Anfang nicht mit dem zu eröffnen, und die kosten ja zum Beispiel 55 Punkte, ne, mit Transport an allem. Und ich habe dann mit zwei eröffnet, dann kostet es 110 Punkte. Wenn ich die in der Eröffnung weglasse, kann man ja trotzdem noch herholen. Ne, dann gebe ich noch ein bisschen mehr aus, dann habe ich halt einen von denen, der tatsächlich viel flexibler ist, dann auch die Transporter effizient wegsnipen, auch Infanteristen bekämpfen kann. Da muss man halt nur ein bisschen gucken, wenn der Panzersniper des Gegners kommt. Ne? Ich weiß nicht, ob das wirklich sehr viel besser ist, aber das Problem ist einfach, dass der seine Kanone zu schwach ist. Ne? Das habe ich jetzt also in sehr vielen Spielen schon gemerkt. Der hat eine Killis in meinem Unterarm nach jedem Spiel, also er lohnt sich schon, versteht mich da nicht falsch, aber um den ersten Rush aufzuhalten, da ist manchmal die Frage, ob der nicht besser wäre. Ihr wisst es natürlich nicht. Also, wenn es ein T62-Spam kommt, wäre der natürlich besser als das Ding Preis-Leistung, ne? Die meisten Leute spielen aber keine Billigpanzer und raschen in euch rein aus irgendeinem Grund. Und dann glaube ich, dass ich in den meisten Fällen mit diesem, ich glaube, das ist auch ein Leo, ne? Mit dem besser arbeiten würde. So, der Rest, der war, glaube ich, okay. Mit den kleinen Dingern habe ich eigentlich auch ganz gute Erfahrungen gemacht. Ich nutze eigentlich jetzt nur noch den im Moment. Ich versuche jetzt mal, wenn ich den lösche, gibt es hier vielleicht noch irgendein gutes Flakgeschütz oder so? Also es würde darum gehen, Hubschrauber abzuknallen, weil der zum Beispiel schießt tatsächlich auch Hubschrauber ab, aber zu langsam. Also wenn, muss der auch in der Öffnung irgendeinen Sinn haben. Ah, schneller Freund hier. Also er muss halt auf der Straße 150 fahren, sonst macht das gar keinen Sinn. Und dann eben Hubschrauber treffen. Und zum Beispiel das Ding ist gepanzert, fährt 95, 150 und schießt Hubschrauber ab. Wo man jetzt sagen muss, ne, also mit einer Browning schießt der sehr lange auf dem Hubschrauber, damit er runterkommt. Aber sonst hat er halt sehr, sehr gute Werte. Ja gut, damit jetzt ist das vielleicht doch ein bisschen auer. Der Vorteil wäre, wenn der Hubschrauber Leute abgesetzt hat, kann man den halt so schon positioniert haben, dass er die Leute, die er absetzt, einfach bam, 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 bam macht. Also ich glaube fast, dass das ein gutes Supportfahrzeug sein könnte. Ich weiß nicht genau, diese 60 Schuss, die er da hat, wie lange die wirklich halten. Aber ich habe das Gefühl, das könnte auch eine Idee sein. Ich weiß nicht, ob es zu kompliziert nachher wird, was ich davor habe. Nee, aber hier ist sonst eigentlich nichts bei, was Hubschrauber abknallt. Dann lassen wir das auch einfach. Ich würde den jetzt einfach mal dazu packen, weil ich jetzt eben noch einen frei habe. Je nach Map ist da vielleicht was bei. Hier sind ja auch manchmal Flakgeschütze bei. Naja, aber hier ist nichts Schnelles bei, ne? 600 Meter. Ist ja zu langsam alles. So eine Missile-Plattform hier, ne? Ist auch nett. Das Problem bei denen ist halt, dass sie beim Schießen aufgedeckt werden. Aber der bringt natürlich schnell eine Rakete überall ran. Also, der Gegner hat, sag ich, wie eben eine Panzerarmee gebracht. In dem Spiel von eben, was wir gesehen haben. Ich hätte von denen einfach ein, zwei kaufen können. Und die Panzerarmee, die auf offenem Feld war, hätten wir halt damit einfach mit Raketen eingedeckt, ne? Jetzt muss man natürlich sagen, da dürfte eigentlich normalerweise auch keiner stehen, wo die standen, die Panzer. Ne? Das macht keinen Sinn. Aber der wäre jetzt in so einer Situation die Hardcounter gewesen. Dennoch, ich glaube nicht, dass wir den deswegen reinnehmen. Ich meine, der Rest ist schon okay mit dem Helikopter und alles, was drin ist. Da kann man, glaube ich, nichts dran rütteln. Ich glaube, Verteidigungszwecken brauche ich auch selten die Puff, obwohl die sich in jedem Spiel rentieren, was eigentlich nicht sein dürfte. Aber da reden wir nicht weiter drüber. Nee, ich glaube, wir machen das jetzt einfach so. In der Form. Ich überlege jetzt halt noch wegen der Flugabwehr. Ne? Das hat man jetzt zwar hier nicht gesehen, aber ein paar anderen Spielen ist mir halt aufgefallen, ich spiele halt entweder die Hawk oder die NASAM. Ich habe die NASAM bisher nicht gespielt, weil ich nicht NASAM und Automatik Micron wollte wegen dem Radar. Jetzt, wo ich die Automatik aber rausgeschmissen habe, überlege ich, dass ich die Hawk rausschmeiße, weil die Hawk der Munitionsverbrauch einfach abartig ist von der. Die ist schon ziemlich geil, weil ihr nicht Micron müsst. Aber ich bin fest überlegen, dass wir das Ding hier reinnehmen. Und das Ding ist halt auch, dass die, glaube ich, dieselbe Performance geben wird, wie zwei Hawks das machen, ja? Und dass ich da tatsächlich sogar noch Munden in Summe spare. Ich bin halt ernsthaft überlegen, dass ob die NASAM nicht besser als die Hawk ist, wenn ich die einfach auch mehr Micro, also, ne? Die fällt ja weniger aus, die müsst ihr sofort bewegen nach dem Schießen, ihr müsst die an- und ausmachen, wenn der Gegner kommt.
Aber ich glaube, dass die tatsächlich die massiv bessere Lösung als die Hawk sein könnte, wenn wir Munition sparen wollen. Ich kann ja beide drin lassen, ich brauche jetzt eh keinen Punkt. Aber ich denke, dass ich es mit der Nase am Ärmel spiele und damit arbeiten werde in Zukunft. Ja, das ist auf jeden Fall die neue Iteration. Ich weiß nicht, ob ich hier schon gezeigt habe, was ich hier gemacht habe. Ne? Küstejäger und so, die Infanterie geht mir dauernd aus. Wir können mal gucken, ob wir die vielleicht schneller bekommen, aber das ist ja nicht der Fall. Ne? Ich könnte dir den verbesserten Transporter hier geben, der fährt aber langsamer. Also der hier ist 60, der ist 65 schnell und der ist 60 schnell. Und die Panzerung von dem ist mir völlig egal. Also ich glaube, da bleibe ich bei dem Schnellen. Obwohl, da können wir auch sagen, dass wir die mischen, dass wir einen Schnellen nehmen und einen besser gepanzerten nehmen. Das ist für mich kein Riesendrama. Muss ich halt in der Liste oben beachten, welcher das dann ist, ne? Oder ich mache halt einfach für die Eröffnung nochmal. Also im Moment eröffne ich halt mit dem. Weil diese Amphibill-Dinger sind halt, ne, extrem schnell. Aber eventuell könnten wir auch überlegen, einen Hubschrauber zu nehmen. Die Frage ist, hätte ich halt eben bei der Map zum Beispiel eine Luftlandung gemacht mit so einem extrem teuren Hubschrauber. Hätte er den nicht vom Himmel runtergeholt mit seinem Support-Hubschrauber zum Beispiel, ne? Das wäre schon eine Frage, die man sich stellen muss. Und es gibt ja auch Maps, wo ihr vielleicht weiter drin in der Mitte verteidigen müsst. Und also ich hätte letztens noch ein anderes Spiel gehabt. Und da war halt auch das Problem, dass die vor mir da reinkamen. Und da wäre auch die Landung eines einzelnen Infanteristen nicht schlecht gewesen. Aber ich brauche natürlich auch jemanden, der einen Hubschrauber-Support gibt. Ich glaube, dass das einfach zu riskant ist. Meine, der schießt halt auch Hubschrauber hier ab. 65 fährt der, das wäre ja der andere. Ich würde sogar sagen, nach dem Feuersupport von dem benutze ich eigentlich auch nie. Wir machen das jetzt hier eine Stücke preiswerter. Die Rakete hätte ich schon ganz schön, gerne. Und dann überlege ich jetzt, ob ich den Küstjäger hier, ob wir den gegen einen Trupp in der Öffnung austauschen, der vielleicht mit so einem kommt, der auch einen Hubschrauber bekämpft. 1500 Meter gegen Hubschrauber. Und der hält halt jedes Rocket Pod aus. Ne? Den könnt ihr in den Hubschrauber einfach reinschieben. Dann ist der weg. Das Schwedenmodell ist eigentlich besser. Kann man nicht vergleichen hier, okay. Kosten das gleiche, sehen auf den ersten Blick auch vergleichbar aus. Gegen den Hubschrauber. 35, dann aber lieber den Schweden. Aber aus der Bewegung vor allem, wenn wir, ne, die Infanterie noch ins Ziel bringen. Aber die Schweden, die bringen die nur mit normalen Infanteristen, oder? Ja, hier den können wir holen damit. Das ist nicht unbedingt ein Traum von der Infanterie, aber es geht darum, den Gegner halt ein bisschen aufzuhalten. Dann würde ich überlegen, dass wir den in der Öffnung benutzen. Das kostet auch kein Vermögen. Dass einfach zwei von denen halt losfahren. Und dann kriegen wir die halt ins Haus rein und können halt die Hubschrauber währenddessen bekämpfen, ne? Für die Öffnung. Dann würde ich einfach für die. Auf wen verzichten wir denn dann? Eigentlich kann ich nur auf die Küstjäger verzichten. Die 90er behalte, die sind zu geil. Ja, aber für die Öffnung wäre das hier vielleicht eine Idee. 14. Das Problem ist halt, wenn ich das jetzt so mache, ich würde die halt nie kaufen, die Infanterie, um Infanteriekämpfe zu führen, hauptsächlich. Einfach weil die halt mit dem 25er Transporter zu teuer sind. Ne? Und Hand aufs Herz, der ist halt scheiße, der Transporter. Den könnte er nur in der Öffnung gebrauchen, den könnte ich nur im Zweierpack benutzen. Aber ich kann die auch nicht mit dem in der Öffnung losschicken, weil die sollen ja nicht in erster Reihe stehen, wenn die ihre Luftlandung gemacht haben. Das scheint mir eine Lose-Lose-Situation. Also ich hätte diese Karte, hätte ich ganz gerne in dem Küstjägere 90. Einfach weil ich nur 9 davon kaufe, dann habe ich nur 9 Transporter, die ich nicht brauche, ja? Statt eben 14. Aber das scheint nicht zu gehen. Der hat eine gute Autokanone auf dem Dach. Also gut übertrieben, aber der kostet ja nur 10 Punkte. Der ist aber nie wieder nicht so schnell. Also ich fasse nochmal zusammen, was ich will. Ich will ein Fahrzeug, was 150 auf der Straße fährt, bevorzugt 80, 90 auf offenem Gelände,
einen Billiginfanteristen mitbringen, der die Front ein bisschen halten kann. Und das Ganze bevorzugt auch nicht im Tausenderpark. Also ich hätte nichts dagegen, dass der 14 hat, ja. Ich sage nur, dass ich die Infanteristen da nicht kaufen kann. Deswegen hätte ich gerne einen, wovon ich sowieso nur wenig gekauft hätte, wie Flugabwehr meinetwegen. Also es ist halt. Ich vermute, die beste Lösung würde sein, wenn ich das Deck auf motorisiert, mechanisiert oder sowas umstelle. Wenn ich dann alle Einheiten, die ich brauche, sowieso kriege und dazu aber noch mehr Infanteristen nehmen kann. Das heißt, ich müsste das Deck dann neu aufbauen und gucken, ob alle Einheiten, die ich jetzt haben will, da drin sind. Stürmer, die bekämpfen alle Targets. 5 Lebenspunkte. Es gibt nur die beiden Transporter, sonst gibt es da keine Alternative zu, wenn ich das hier richtig überblicke. Wenn wir die Geschwindigkeit haben wollen. Der Gedanke, 14 von denen zu kaufen, da wird mir übel bei, ne? Der Gedanke aber, diese Karte, davon nur zwei in der Öffnung zu benutzen und dann, mir fehlt sowieso immer die Infanterie, fehlt mir halt immer noch die Infanterie, da wird mir auch relativ übel bei. Ja, aber der ist sowieso nicht schnell, also es ist auch nicht so, dass das die beste Antwort darauf wäre auf alles, ne? Ja, da gibt es, glaube ich, keine Lösung. Also, am besten ist, glaube ich, wenn der Job von den Support-Leuten übernommen wird. Hier, von dem Fahrzeug. Der rollt halt einfach vor und dann kommen die langsamen Infanterietransporter dahinter rein. Beziehungsweise die langsamen, also der Küstjägere wahrscheinlich. Dann kann ich ihn aber rauskicken. Also, dann mache ich wieder weiter bei der Infanterie. Küstjägere dann eben, ne? Luftlandung ohne Luftsupport, da möchte ich. Nee, möchte ich nicht machen. Nee, dann machen wir das so rum. Dann ist die Öffnung jetzt der hier oder der, je nachdem, oder beide. Und dazu der NM45. Jetzt der Stabilizer. Das ist bei dem wahrscheinlich die Federung im Sitz. Ja, nee, so machen wir das, so krank das auch klingt. Ich meine, der hat aber, ne, 2,4 Kilometer Reichweite. Also wenn da eine Luftlandung kommt, der rattert die vom Himmel runter im Rekordtempo. Also wenn die auf meiner Seite landen, dann wären die nicht glücklich. Und so auch Flankenschutz benutzbar. Aber 5 Lebenspunkte. Also ich könnte mir vorstellen, wenn da ein Rocketpod reingeht, dass die halt instant weg sind. Ich speichere das jetzt, mach die Augen zu. Ich geh jetzt was essen. Testen wir heute Abend.